Magics Video Deluxe verfügt über ein eigenes integriertes Reiserouten-Animationstool. Das schauen wir uns in diesem Video einmal an. Du erreichst das Tool über den Befehl Bearbeiten, Assistenten, Reiserouten-Animation. In diesem ersten Fenster werden dir verschiedene Kartenvarianten angeboten. Entscheide dich für die Variante, die dir zusagt. Wenn du später mit der Kartenvariante vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden sein solltest, kannst du jederzeit zu anderem Kartenmaterial wechseln. Ich klicke hier mal auf Topographic, dann schließt sich das Fenster und der Reiserouten-Animationsassistent öffnet sich und zeigt eben genau dieses Kartenmaterial. Zunächst wird dir der Raum Dresden angezeigt. Wenn du nicht gerade im Raum Dresden wohnen solltest oder hier deine Reise beginnen soll, wirst du jetzt den Bildausschnitt ändern wollen. Das kannst du machen, indem du in die Karte klickst und mit gedrückter linker Maustaste den gewünschten Kartenausschnitt herstellst. In diesem Beispiel soll die Reise in Hamburg beginnen. Deswegen klicke ich hier einmal auf Hamburg drauf. Dann entsteht ein sogenannter Wegpunkt. Dieser ist mit Location 1 beschriftet und das gilt es jetzt natürlich in Hamburg zu ändern. Das mache ich, indem ich auf den Wegpunkt klicke und den Namen dann von rechts aus überstreiche. Dann kann ich den neuen Namen eingeben und den Vorgang mit Enter abschließen. Damit ist dieser Wegpunkt eigentlich auch schon fertig. Alternativ zu dieser Vorgehensweise kann man hier auch auf Search gehen und dann in das sich öffnende Eingabefeld klicken und den gewünschten Ortsnamen eingeben. Ich gebe hier mal Frankfurt ein und nach 2 Sekunden erscheint eine Liste mit den Suchergebnissen. Wähle hier dann den gewünschten Eintrag aus. Ich wähle hier jetzt mal nicht den ersten Eintrag, Frankfurt am Main, Hessen, sondern ich wähle hier Frankfurt am Main Flughafen aus, weil ich in diesem Fall von Hamburg zunächst nach Frankfurt fliegen möchte und dort umsteigen möchte, also Frankfurt am Main Flughafen. Dann wird dieses Suchergebnis übernommen und hier oben in dieses Eingabefeld übertragen. Und das Fenster zeigt jetzt einen Kartenausschnitt des Großraums Frankfurt. Um einen Wegpunkt zu erzeugen, kannst du jetzt hier auf das Pluszeichen klicken. Dann wird genau an der Stelle, die dem Suchergebnis entspricht, ein Wegpunkt erstellt. Und dieser ist in diesem Fall auch schon gleich fertig beschriftet. Da es sich hier um den zweiten Wegpunkt handelt, ist auch bereits eine Reiseroute entstanden. Die können wir uns ja mal angucken. Indem wir etwas rauszoomen, das könntest du beispielsweise mit dem Scrollrad deiner Maus machen oder du klickst hier unten auf die Minus-Schaltfläche von diesem Navigationstool. Klick hier 2-3 Mal drauf und dann sehe ich jetzt hier die entstandene Route. Wenn du die Route formatfüllend darstellen möchtest, gehst du am besten mit der Maus über diesen Bereich der Route beziehungsweise in die Mitte der Route und benutzt jetzt das Scrollrad deiner Maus. Dann zoomt die Software so in die Karte, dass du den Bereich maximal darstellen kannst. Die Route selbst wird animiert. Das kannst du dir anschauen, indem du hier mal auf die Play-Schaltfläche klickst. So sieht das aus. Da wird zunächst automatisch ein Auto auf die Route gesetzt und das Auto fährt vom ersten zum zweiten Wegpunkt. In diesem Fall wollen wir ja aber nicht mit dem Auto fahren, sondern wir wollen fliegen und deswegen wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt an dieser Stelle ein anderes Symbol verwenden könnten, einen anderen Avatar, wie das hier im Assistenten heißt. Und wie das funktioniert, werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich stoppe zunächst mal die Wiedergabe, indem ich hier oben auf die gleiche Schaltfläche klicke, die jetzt diesen typischen quadratischen Look hat, also diese typische Stoppschaltfläche. Und jetzt kümmern wir uns mal darum, das Symbol anzupassen. Ich klicke dazu oben auf Pass und Avatar. Dann geht das gleichnamige Fenster auf und du siehst hier auf der linken Seite
die beiden bereits gesetzten Wegpunkte Hamburg und Flughafen Frankfurt. Und du siehst hier im rechten Bereich das Symbol, das wir gerade gesehen haben, den Avatar, den wir gerade gesehen haben, das Cabrio. In diesem Fall soll allerdings ein Flugzeug zum Einsatz kommen und deswegen müssen wir ein anderes Icon wählen. Und hier oben gibt es eine Liste, aus der du die unterschiedlichen Icons wählen kannst. Zunächst werden hier 8 Symbole dargestellt und es sieht auf den ersten Blick zunächst so aus, als ob es das auch schon gewesen wäre. Allerdings gibt es hier einen Scrollbalken, mit dem du nach rechts navigieren kannst. Und dann kommst du auch schon in den Bereich der Flugzeuge. Hier werden 3 Flugzeuge angeboten. Das erste ist eher so ein Privatjet. Hier haben wir ein Propellerflugzeug, ein Doppeldecker. Ich möchte aber ein ganz reguläres Verkehrsflugzeug. Um diesen Avatar, um dieses Flugzeug jetzt zu übernehmen, wähle ich das Icon aus und klicke hier oben einfach auf die Play-Schaltfläche. Und dann sehen wir auch schon die Animation auf der Grundlage dieses neu gewählten Avatars. Um die Animation zu stoppen, klicke ich auf die Stoppschaltfläche hier oben. Dann stoppt der Assistent die Wiedergabe der Animation. Wie bereits erwähnt, soll Frankfurt aber nur der Umsteigeflughafen sein. Deswegen wollen wir jetzt noch einen dritten Wegpunkt erstellen, der uns zum endgültigen Ziel führt. Deswegen klicke ich jetzt nochmal auf die Search-Funktion und gebe jetzt hier den Namen des Ziels ein. Ich wähle in diesem Beispiel mal Neu-Delhi in Indien. Klicke hier auf den Eintrag Neu-Delhi Indien. Auch hier wird mir das angeklickte Suchergebnis in das Eingabefeld übertragen und der Bildausschnitt zeigt jetzt Neu-Delhi. Mit einem Klick auf das Pluszeichen erzeuge ich hier einen neuen Wegpunkt. Auch dieser ist jetzt fix und fertig beschriftet. Und auch hier können wir uns jetzt erstmal die gesamte Reiseroute angucken. Ich zoome dazu mit dem Scrollrad meiner Maus mal aus dem Bild heraus und dann sehen wir jetzt auch schon die neue Route. Um jetzt weiter agieren zu können, schließe ich hier erstmal die Suchfunktion, indem ich hier auf den nach oben gerichteten Doppelpfeil klicke. Dann habe ich hier jetzt ein bisschen mehr Platz. Jetzt platziere ich meinen Cursor im mittleren Bereich der Route. Wenn ich jetzt mit meiner Maus zoome, erreiche ich, dass die Route mehr oder weniger formatfüllend dargestellt wird. Zudem kann ich nochmal in die Karte klicken und die Karte ein bisschen mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Und vielleicht nochmal ranzoomen, dann habe ich jetzt den Monitorplatz in dieser Hinsicht optimal genutzt. Und auch hier können wir uns das Animationsverhalten mal anschauen. Indem ich wieder auf die Play-Schaltfläche klicke, geht es in Hamburg los, umsteigen in Frankfurt und dann direkt nach Indien, nach Neu-Delhi. Ich stoppe die Wiedergabe mal. Das sieht ja schon gar nicht schlecht aus, aber vielleicht geht es ja noch ein bisschen dynamischer, ein bisschen attraktiver. Und das kannst du erreichen, indem du hier auf den Punkt Animation gehst. Dann kannst du hier das Kontrollfeld aktivieren. View Follow Path, zu Deutsch Ansicht folgt dem Pfad, also der Route. Ich klicke da mal drauf und gebe die Sache dann nochmal wieder. Und jetzt scrollt die Karte sozusagen mit der Route mit. Das sieht gleich einen Zacken attraktiver aus. Ich stoppe nochmal die Wiedergabe, dann können wir noch eine zweite Variante ausprobieren, um so ein bisschen mehr Dynamik in die Sache zu bringen. Ich gehe nochmal auf Animation und dann klicke ich hier auf dieses Kontrollfeld, Activate Fly-In. Gucken wir uns das mal an. Hier wird also zunächst einmal aus der Karte rausgezoomt und dann erst die Animation gestartet. Auch hier scrollt die Karte mit der Route mit. Das ist ja ebenfalls noch eingestellt. Ich stoppe die Wiedergabe und gehe nochmal auf Animation. Wenn du mit der Fly-In-Option nichts anfangen kannst, dir das nicht attraktiv erscheint, dann kannst du die auch jederzeit wieder deaktivieren. Schalte diese einfach aus und dann wird dir die Animation in der ursprünglichen Variante dargestellt.
Zum Schluss möchte ich jetzt die Reiseroutenanimation als fertigen Film ausgeben. Das kann ich hier mit dem Button Finish machen. In dem sich dann öffnenden Fenster kann ich einen Speicherpfad definieren und einen Dateinamen vergeben. Den Dateinamen, den die Funktion hier vorschlägt, übernehme ich einfach. Dann haben wir noch einige Angaben hinsichtlich des Exportformats, also welche Art von Datei entsteht. Hier wird voreingestellt eine klassische MP4-Datei produziert. Da wirst du in der Regel nichts umstellen wollen. Und auch hier hast du die Möglichkeit, auch noch eine andere Auflösung zu wählen. Auch hier wirst du in den meisten Fällen die Auflösung einfach übernehmen wollen. Okay, dann einfach abschließend auf Start Video Export klicken. Dann sind wir hier fertig und können den Job speichern. Das geht hier oben über dieses Diskettensymbol. Gib hier einen Dateinamen ein oder übernimm einfach den Vorschlag der Funktion und klick dann hier auf Speichern. Dann kannst du hier oben auch schon den Reiseroutenassistenten schließen. Dann erscheint das erstellte Video in dem zuvor gewählten Verzeichnis. Wir sehen es hier oben und jetzt kannst du dein Video einfach in dein Projektfenster schneiden. Das so entstandene Reiseroutenvideo kannst du bearbeiten wie jedes andere Video. Da gibt es keinerlei Einschränkungen oder Besonderheiten. Ja, damit weißt du jetzt, wie du in Magic Suite Deluxe ein Reiseroutenvideo erstellst. In diesem Zusammenhang gibt es allerdings noch eine Vielzahl anderer Funktionen. Diese erläutere ich in meinem Videotraining XXL zu Magic Suite Deluxe. Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und falls noch nicht geschehen, würde es mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ja, dann bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.